Es wird kälter, die Tage werden kürzer, der Sommer ist vorbei. Und damit auch die beste Reisezeit, oder? So einfach kann man es natürlich nicht sagen. Natürlich hat der Sommer sein Prädikat beste Reisezeit natürlich irgendwo verdient. Aber auch die Nebensaison, also jetzt ab Oktober, hat einiges zu bieten. In diesem Video zeige ich euch, welche Vorteile es hat, in der Nebensaison zu verreisen. Also unbedingt dranbleiben und gute Inspiration. Erstens, Reisen ist günstiger. In der Nebensaison kannst du viel Geld sparen. Denn egal, ob du eine Pauschalreise, Flüge, Unterkünfte, Ausflüge oder Mietwagen buchst, die Preise gehen runter. Selbst in Restaurants kannst du richtig sparen. Und das bedeutet oder kann für dich bedeuten, dass du in der Nebensaison unter Umständen viel länger reisen kannst, als du es vielleicht in der Hauptsaison getan hättest. Zweitens, weniger Tourismus. Du kennst es vermutlich. Vielleicht bist du sogar selber Mama oder Papa eines Kindes. In der Hauptsaison ist es, vor allem in der Ferienzeit, ganz schön überfüllt an Urlaubsorten, an Attraktionen oder sonstigen Highlights, die man ja natürlich auf einer Reise mitnehmen möchte. Das kann einerseits lange, lange Warteschlangen bedeuten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schwierig, ein schönes Erinnerungsfoto dann zu bekommen. Natürlich muss es nicht so sein, aber in Summe kann man sagen, dass Erholung generell für die meisten vermutlich anders aussieht. Und genau da liegt der große Vorteil von Reisen in der Nebensaison. Dich erwarten teilweise leere Strände und die Möglichkeit, an belebteren Orten etwas mehr Ruhe zu genießen. Dazu ist es so, dass die Begegnungen mit Einheimischen in der Regel viel intensiver sind, weil die natürlich durch die Nebensaison nicht so reizüberflutet sind wie in der Hauptsaison, wenn ganz, ganz viele Menschen da sind. Drittens, du hast einfach einen längeren Sommer. Für jemanden, der die warmen Temperaturen liebt, so wie ich, ist es die perfekte Lösung, um das ganze Jahr Sommer zu haben. Während in Deutschland ab Ende September so langsam aber sicher definitiv der Herbst kommt, haben wir in Teilen Europas oder auch in anderen Teilen der Welt natürlich immer noch die Chance, die Wärme das ganze Jahr über richtig schön auszukosten. Sri Lanka, Malediven, Oman, Dubai. Hier bei Feinreisen haben wir auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge in petto. Also schaut hier mal definitiv auf unserer Website vorbei, wenn ihr euren Sommer so ein bisschen verlängern wollt. Punkt Nummer 4, Unterstützung der Locals. Wenn die Hauptsaison vorbei ist und die meisten Urlauber zurück in ihrem Heimatland sind, beginnt für die Menschen, die vor Ort auf den Tourismus angewiesen sind, meist eine schwierige Zeit. Restaurants werden nicht mehr so gut besucht, Attraktionen werden leerer, Tourguides haben nicht mehr so viel zu tun und auch kleine Souvenirläden verkaufen nicht mehr so viel wie in der Hauptsaison. Reist du also in der Nebensaison, leistest du deinen Beitrag dafür, dass Menschen in besucherärmeren Zeiten auch ein stabiles Einkommen haben. Fünftens, Reisen in der Nebensaison bietet dir mehr Spontanität. Warst du schon mal in einem Hotel, an einem Ort, an einem Strand, der dich wirklich absolut geflasht hat? Ein Ort, wo du gesagt hast, hier will ich auf gar keinen Fall wieder weg. In der Hauptsaison ist es meistens ein bisschen schwierig, seinen Urlaub spontan nochmal umzurouten oder sogar zu verlängern. Das sieht in der Nebensaison natürlich anders aus. Spontane Ausflüge, Buchungen von Unterkünften, von Flügen, von Mietwagen, von Fähren, geht alles viel einfacher und viel unkomplizierter. Und die Tourguides haben auch weniger zu tun und nehmen sich viel mehr Zeit für deine Fragen. Sechstens, du reist nachhaltiger. Es gibt nichts Schöneres als Reisen auf dieser Welt, aber man muss dazu sagen, es belastet natürlich unsere Umwelt. Und je mehr Menschen an einem Ort, desto stärker wird die Umwelt belastet, logischerweise. Viele Touristen brauchen viel Platz, verbrauchen viel Müll und darunter leiden natürlich die Menschen vor Ort, die Natur und die Tiere. Massentourismus an einigen Orten der Welt verstärkt dieses Problem natürlich. Deswegen leistest du mit einer Reise in der Nebensaison einen Beitrag dafür, dass dieses Problem eingedämmt wird. Das waren meine 6 Tipps für das Reisen in der Nebensaison. Ich hoffe, einige konnten euch überzeugen und vielleicht auch dich inspirieren, auch mal in der Nebensaison zu reisen. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, wo deine nächste Reise hingeht. Und wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, was man in welchem Monat am besten bereisen kann, dann schau doch mal eben oben auf dem i vorbei. Da findest du ein Video, was ich genau zu dem Thema gemacht habe. Ansonsten danke, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich auf dein Feedback und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.